Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu einem Video und zwar zu Fixit. Wie lange das Video geht, weiß ich nicht. Wir schauen einfach rein. Der Handwerker-Simulator. Los geht's, neues Spiel starten. First time played, also überhaupt null Ahnung, worum es geht. Ich bin gespannt. Alter, das ist laut. Holy shit. Mein Gott, das ist so unfassbar laut. Dass sich die Musik gerade schon erledigt hat. Okay, hier sieht's nach Ladezone aus. Das Spiel läuft so komisch. Läuft aber flüssig. Immerhin. Gut. Ja, Ladentür schließen. Hier scheint... Ist aber laut draußen. Das scheint so unser Laden zu sein anscheinend. Okay. Laufender Auftrag, Auftragssuche. Aha. Gartenbau. Auftragsbeschreibung. Es soll Sperrmüll abgeholt und beim Schrottplatz entsorgt werden. Okay. Der Auftrag wurde angenommen. Laufender Auftrag. Ah, hier sehen wir den auch. Okay. Fahrzeughändler. Haben wir ein Fahrzeug? Aktuell? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn da schon ein Fahrzeughändler steht und wir 25.000 auf der Uhr haben, brauchen wir bestimmt ein Fahrzeug. 23.500 Euro kostet die Karre. Okay. Nehmen wir. Okay. Aussteigen geht, einsteigen geht. Kameraperspektiven funktionieren auch. Das ist schön. Oh, Blinker. Blinker ist gut. Automatikgetriebe, sehr gut. Adresse, Neuer Weg 38, Reihenhaus. Okay. Gucken wir mal. Es gibt kein Navigationsgerät anscheinend. Aber es gibt so einen Pfeil, der zeigt, hey, da musst du hin. Das finde ich gut. Oh. Kurz durchbeschleunigen. Nice. Okay, wir hätten hier... Sorry. Warte doch ganz... Bitte. F8 ist Tempomat, finde ich auch wichtig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Optik vom Spiel gefällt mir, weil es erinnert mich so stark. Fizz Games, habt ihr mitgewirkt? Hab ich was verpasst, André? Das Spiel erinnert mich stark an der Optik her von, hier, wie heißt es? Sonderfahrzeugsimulator. Fand ich immer toll. Oh, hier ist der Sperrmüll. Okay. Kein Ding. Wir kümmern uns drum. Upp. Bisschen Elektroschrott haben die hier. Wow. Alter. Ja, komm. Okay. Und den Stuhl. Hör doch auf. Hörst du jetzt auf? Hörst du? Was ist denn los? Oh, die Schweine triggern ja einen richtig hart. So. Auf geht's. Die Gegenstände sind physikalisch, aber die Sounds von den Gegenständen gehen gar nicht. Die nerven. Die nerven richtig. Egal. Komm. Ich weiß nicht, warum ich blinken wollte. Aus Sympathie vielleicht. Es hört sich an wie so früher die Arcade-Games. Wo sich die... Ich muss da noch die Sachen verkaufen. Hallo. Moment. Warten Sie doch bitte. Auftrag wurde erfolgreich abgelöst. Was? Aber ich muss doch bestimmt noch... Bauschutt. Bitte. Halt ihn doch fest. Moment.
komme gerade nicht mit. Ich muss mal kurz meine Gegenstände einsammeln, die kurioserweise sich verabschiedet haben. So. Natürlich, ich schmeiß ihn drüber. So. So. Okay, der Rest ist weg. Ja, dann ist er jetzt weg. Aber den Fernseher, den können wir noch abgeben. Kriegen wir 100 Dollar für, ne? So. Elektroschrott ist da. So, so. Und werfen. Okay. Nur ein bisschen weiter werfen. Noch ein bisschen weiter. Da kriegen wir nämlich 150 Dollar für. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, zu sagen, dass der Auftrag erledigt ist, wenn er gar nicht erledigt ist. Eine Frechheit, würde ich sagen. Asozialste Art und Weise. Zu behaupten, wir sind fertig. Dabei sind wir gar nicht fertig. Ist ja lustig. Alles gut. War geplant. So, jetzt müssen wir zu unserer Firma fahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, ich weiß nicht, Leute. Okay, man kriegt keine Strafe für Rotfahren, das ist gut. Ich wollte gerade Muh machen, aber es sind gar keine Kühe, hat sich erledigt. Hier gibt es überall Ladestationen für Elektroautos. Na gut, müssen wir nochmal drehen. Weil hier links ist, glaube ich, unser Shop, wenn ich das jetzt auf der Karte richtig gesehen habe. Ja, sehr schön. So, dann gehen wir doch mal schauen, was unser nächster Auftrag ist. Also der Auftrag, der war leicht und war leicht verdientes Geld auf jeden Fall. Easy Money Making. Okay, gut. Auftragssuche. Renovierarbeiten. Eine Brechstange brauchen wir. Oder wir fahren Sachen zum Schrottplatz. Sperrmüll. Sperrmüll, Sperrmüll, überall Sperrmüll. Oder wir besorgen uns eben Zeugs. Installationsbedarf. Elektrobedarf. Gartenbedarf. Malerbedarf. Ich brauche eine Brechstange. Wo kriege ich denn eine Brechstange her? Werkzeug. Okay, da haben wir es, ne? Elektro? Nein. Installation? Nein. Maler braucht keine Brechstange, sind wir uns einig. Und Garten braucht auch keine Brechstange, ist auch keine da. Woher kriege ich eine Brechstange? Im Werkzeugbereich finde ich sie ja auch nicht, ne? Anlieferungsrampe ist leer, Lager ist leer. Alles verständlich. Immobilien. Ein schönes Haus kaufen. Brechstange. Okay. Sollen Bodenfliesen entfernt werden? Mit der Brechstange. Bodenfliesen entfernen. Okay, gut. Machen wir mal hier die Schrottplatz-Sache. Das riecht nach leichtem Geld für uns erstmal. Here come the money. Here come the money. Money, 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 money. Wir fahren hier mal links. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Wir kommen hier noch irgendwie rechts gleich, ne? Sonst fahren wir jetzt stadtauswärts und die Sache hat sich erstmal erledigt. Das Auto fährt sich eigentlich ganz gut. Auch in Kurven. Ja, guck mal. Schön. Das ist gut. Das ist so ein Spiel, was man zwanglos spielen kann. Das finde ich toll. Man muss nicht unbedingt haargenau sein und so. Das ist einfach just for fun. Finde ich nice. Oh. Ah, Warnblinker habe ich gefunden. Nice. Tada! Ich habe Warnblinker gefunden. Mittlere Maustaste. Linke Maustaste ist übrigens Blinker und rechte auch. Okay, es tut sich wirklich nichts an der Kohle. Ne? Das Auto ist unkaputtbar. Ich feiere sowas.
So. Ja, da müssen wir ja Tetris spielen, ne? Oh, Leute. Wie soll man das denn? Ha, genau. Hier draufkriegen. Ohne, dass man gleich wieder Sachen verliert. Man sieht ja auch nichts. Sag's euch, ich bin safe überfordert mit der räumlichen Situation. Es wird nicht gehetzt. Hub noch einmal, mein Freund. Leck mich am Arsch! Was? Ich kann doch nichts dafür! Da haben sie es. Jetzt müssen sie nämlich noch länger warten. Weil ein Stuhl rausgefallen ist. Ein Stuhl. Oh, Digga. Hub noch einmal, ich sage dir. Ich baue dir die Hupe aus. Kackstuhl, du bl... Er hat uns gerammt, ne? Bitte, tu mir den Gefallen und bleib einfach drin liegen! Du Bastard. Das ist so undankbar alles. Echt. Wir haben alle PCs verloren unterwegs. Wie? Wie sind die aus dem Auto rausgefallen? Bitte. Ich bin ja eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, wirklich. Absetzen. Alter, wie alt die Kisten sind. Die sind ja Anno Tubakel, Wahnsinn. Egal. So. Bitte, du musst nicht lange durchhalten, Stuhl. Wirklich nicht. Ich muss ja erstmal nur bis hier... Da sind 100 Dollar hingefallen, glaube ich. 100 pro bringt die Entsorgung 100 Dollar. Ich steige noch in das Geschäft ein. Wirklich. Ich fahre hier demnächst durch die City und sammle Schrott. Und warum? Weil mir das Spiel also mitteilen möchte. Ich krieg Geld dafür. Wow! Warum fällt der Fernseher denn jetzt raus? Was soll das? Bleib doch bitte hier. Okay, ich bring dich als erstes weg, wenn ich's finde. Da vorne. So. Hochgucken. Werfen. Naja, fast. Man bringt 150. 150 Dollar. So. Bitte, bitte, Herrgott im Himmel. Warum? Warum ist das so? Bitte. Lass mich doch jetzt da rein. Bitte. Mann!
Mann! Mann! Das Game ist die pure Hölle für mich gerade. Alles gut. Alles in bester Ordnung. Das geht mir an die Nerven, wirklich. Das geht mir an die Nerven. Katastrophal, wie immer. Naja. Weiter geht's. Nächster Auftrag. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wo ich eine verdammte Brechstange herbekomme. Ich habe die nicht gefunden. Aber irgendwo muss die ja sein, zu kaufen oder so. Ich würde ja eine kaufen. Nein. Fahr mal lieber mit Warnblinker, sonst denken die Leute noch, was ist los mit dem? Wir sind einfach nur, wir haben einfach einen Dachschaden. Wir fahren immer so. Ich glaube, hier müssen wir links. Genau, so. Jetzt wieder rechts, ja. So, und da müsste unser Shop wieder sein, ne? Ja, sehr gut. Herrlich. Wir haben auch einfach die Tür aufgelassen. Ist aber eigentlich egal. Werkzeugverwaltung. Wie kriege ich denn? Ich möchte nicht dumm wirken, aber ich finde keine Brechstange, Leute. Laminatfliesen. Hier, Fliesen. Aber da muss ich doch da auch eine Brechstange bekommen. Was stand da? Die Dinge müssen nach dem Kauf an der Rampe abgeholt werden. Ergibt Sinn. Ist auch... Bin ich safe mit. Ich muss pipi. Kurz Moment. So, wieder da. Also. Gibt es nicht. Sache erledigt. Ah, guck mal. Jetzt haben wir wieder neue Sachen, ne? Hier können wir Fliesen legen. Sollen wir Fliesen legen, Leute? Bringt 2340 Dollar. Oder Euro. Euro sind es tatsächlich. So, ich mache mir kurz einen Schokoriegel auf für die Nerven. Und zweimal brauchen wir die Fliesen G. Okay. Sehr gut. Also, Malerbedarf. Maler verlegt ja auch Fliesen. Zweimal. So. Einmal. Zweimal. So. Ja, nervt nicht. Wow. Alter. Sorry. Komm da noch ein Stück näher. Das Spiel, das nimmt mich auseinander, Leute. Ich sag's euch. Jetzt habe ich das Geblitzer.
Schauen wir mal Lämpchen an hier überall. Wer solche Strahler verbaut, der gehört verklagt. Wirklich. Okay, ich brauche die Fliesen. Die sind ja noch im Auto. So. Herrgott im Himmel. So. Und wie verlege ich jetzt? Öffnen. Das sind die falschen Fliesen für den Auftrag. Nein, sind es nicht. Sind es. Oh, das ist gut. Ich kann die Fliesen nicht mit rausnehmen. Ich muss die jetzt hier lassen. Weißt du was? Fuck you. Wirklich jetzt. Also, ja, ich habe die falschen Fliesen gekauft. Das ist vielleicht jetzt auch teilweise meine Schuld. Aber, nee, verstehe ich nicht. Die Handbremse könnte ein bisschen fester sein, dass man auch schön driften kann. Fix it. Mhm. Ich fix euch gleich, echt. Also, oh, das ist ja... Welche Fliesen? Geh. Ich habe umsonst Fliesen gekauft. Malerbedarf. Geh. Eins, zwei... Fliesen. Haben wir. So. Er hätte sich ja auch mit den anderen Fliesen zufrieden geben können, aber da... Nein. Warum denn auch? Schön mit 50, so. Fliesen halten das aus im Übrigen. Das sind Spezialfliesen. Weil es Fliesen sind. Easy. Zack. Wird nichts geklebt. Ich habe hinten Tesa drauf gemacht. Das hält auch so. Aber meine Fliesen! Stand doch zweimal, oder? Täusche ich mich. Egal. Wir haben sie jetzt gekauft. Das sind jetzt unsere Fliesen. Wahnsinn. Okay. So, ich mach mal hier Stopp, ja? Also, wenn ihr wirklich mehr davon sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst dem Video einen Daumen hoch da und sagt mir bitte einen guten Grund. Mann! Warum ihr es sehen wollt. Ja? Also, es muss wirklich ein guter Grund sein. Okay. Wo ist unser Lager? Ist unser Lager hier hinten? Wir haben unsichtbares Lager. Okay, gut. Bis dahin bleibt, wir seid Dank fürs Zusehen und tschüss, Kowski, Leute. Ciao, ciao.